Meine Damen und Herren, liebe Lokfans, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des 19. Spieltages der Regionalliga Nordost. Sie sahen das Spiel 1. FC Lokomotive Leipzig gegen FC Viktoria 1889 Berlin. Das Spiel sahen 2524 Zuschauer, Halbzeitstand 0-0, Endstand 1-2 für unsere Gäste. Wir begrüßen beide Trainer, den Gästetrainer Semi Keskin und unseren Trainer Almedin Shiva. Und wir bitten den Gästetrainer um ein paar Worte zum Spiel. Bitte. Hoffnung. Ja. Dankeschön erstmal. Ja, allem viel Erfolg weiterhin. Für uns erstmal natürlich auch von hier aus nochmal gute Besserung an Dilan Günay, der sich anscheinend schwieriger verletzt hat. Was haben wir gesehen? Eine interessante Partie, die extrem ausgeglichen ist. Ich glaube, was uns auf jeden Fall schon mal in die Agenda gespielt hat, dass Lok alle drei Tage gespielt hat und deswegen schon, also das war zumindest der Plan, dass sie eine gewisse Müdigkeit vorgeben, aber wenn man jetzt die letzten 15 Minuten sich anguckt, war das Wahnsinn, was Lok da wirklich nochmal mobilisiert hat an Kräften. Für uns natürlich eine schöne Sache, jetzt mal so ein Spiel nicht unentschieden zu beenden, sondern mit einem 2-1-Sieg und dann auch noch auswärts. Und ich glaube, das ist halt nichts, was man alltäglich erlebt, dass man hier nach Leipzig fährt und dann nochmal mit 3 Punkten nach Hause fährt, vor allem in so einer verrückten Partie. Deswegen sind wir umso glücklicher und nehmen die 3 Punkte auf jeden Fall mit. Danke, Herr Keskin. Alme, deine Worte zum Spiel, bitte. Erstmal guten Abend, Glückwunsch zum Sieg und gute Besserung, sah nicht gut aus für den jungen Mann. Hoffentlich ist es nicht so schlimm. Ja, wir fangen 20 Minuten sehr gut an, haben nach 3 Minuten eklige Situation der Gegner gut verteidigt, haben dann nach 10 Minuten eine Riesenchance wieder von Theo, obwohl man sagen muss, dass der Gegner, denke ich, schon mit der Hand nimmt. Schiri sieht das nicht. Und nach 20 Minuten bringen wir den Gegner ins Spiel rein, wo wir ganz einfach unkontrolliert spielen, nicht frisch spielen, nicht im Kopf frisch sind, immer wieder einfache Ballverluste, nachdem wir die Bälle gewonnen haben. Und der Gegner kommt zu sehr vielen Ecken, wo wir die gut verteidigen, obwohl die eine große Mannschaft sind, aber lassen den Gegner viel zu viel. Und so ging das die ganze Halbzeit, wo wir immer wieder bei Ballbesitz, bei Ballgewinn wieder einfache Bälle verloren, komplizierte Bälle gespielt haben, zu spät gespielt haben. Ja, und kommst du in die zweite Halbzeit rein und bis zur 60. 62, 63. Minute muss man sagen, dass es, denke ich, so unser schwächstes Spiel war in den ganzen Spielen total. Mit dem Wind, mit dem Platz, mit den Gegnern nicht klargekommen. Das Tor schenkt man denen, wir haben schon Ball, wird nach innen gespielt. Dann macht das gut der Enes Kütsch. Und ab der 60. 65. Minute war es wieder Lok, das was wir können. Haben gut gespielt, haben gerannt, gemacht, getan und immer wieder gegen einen starken Gegner, der sehr, sehr stark verteidigt hat, aber den Mut gehabt zu ackern, zu machen dann. Ein Tor, was nicht jeden Tag so fällt, ja, senkt sich, sehr eklig für einen Torwart. Und normalerweise das, was uns immer ausgemacht hat und ausmacht, machen wir auch weiter, ist auch gut. Dafür haben wir auch die letzten Spiele immer wieder gedreht. Aber leider Gottes haben wir dann wieder beim 2-1 eben dann absolut Stellungsfehler, indem wir 2 Mann hochgehen und er trifft ihn komisch und er geht rein. Und der Gegner geht hier mit 3 Punkten, nicht unverdient. Weil die einfach doch schon in den gewissen Situationen cleverer gespielt haben, wo wir dann eben auch nicht erkannt haben, dass man, wenn man so ein Spiel hat und es dreht, wie Kollege auch gesagt hat, mit unheimlich Willen, mit unheimlich Kraft, dann muss man manchmal auch mit einem Punkt zufrieden sein. Einerseits will man gewinnen, andererseits darf man so ein Tor nicht kassieren. Und das ist so ein bisschen das Enttäuschende. Und jetzt ist erstmal gut, dass wir bisschen Zeit haben zu regenerieren. Und zum Spiel kommt dann auch dazu, ja, Erik vorne, eine komische Situation, Elfer oder nicht Elfer, und hinten kriegt er gelb-rot. Und das ist noch eine Baustelle, die wir dann haben. Ja, und müssen gucken, dass wir dann wieder jetzt aufstehen und unsere positive, ja, gerade nach dem neuen Jahr, jetzt was wir gemacht haben, wieder aufstehen und nach vorne schauen und die Fehler abstellen und
Das wird schon alles, aber wir müssen eben von Tag zu Tag immer arbeiten und viel lernen noch. Weil das Spiel gab es Phasen, da bin ich, muss ganz ehrlich sagen, nicht zufrieden gewesen. Und das ist das so ein bisschen. Und Müdigkeit hinten, Müdigkeit her, das ist, ich habe es ja in der Pressekonferenz vorher gesagt, das lasse ich nicht gelten. Es sind viele Frische heute da gewesen und es hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Dankeschön. Danke, Almedin. Dann noch zwei Infos von mir. Zur Wiedergutmachung gibt es zwei Möglichkeiten. Eine am 11.02. bei Tennis Borussia Berlin und dann der Nachholer am Dienstag, 14.02. Valentinstag. Bringt eure Männer mit, bringt eure Frauen mit zum Spiel gegen Babelsberg hier im Probstheider. Dankeschön und allen ein schönes Wochenende. Ciao.